Herzlich willkommen zurück zu Fuckware Primal. Mein Name ist Hochnamba Wanderla und wir haben in der letzten Folge weniger Befreiungen gemacht. Heute werden wir weitergehen in Richtung hierhin. Ja, Stammeskonflikt töten. Finde und töte gefährliche Gegner und durchsuche ihre Überreste. Das werden wir jetzt zusammen machen. Ein Zuschauer hat gesagt, wir sollen ihn Bello nennen. Bello ist schon ein krasser, korrekter Name. Bello. Jetzt müssen wir nur noch kurz überlegen, wo lang. Wir müssen jetzt hier nach links. Nach links. Da lang. Genau. Also, ab sofort heißt du Bello. Vielleicht finde ich noch einen anderen coolen Namen, aber wir nennen dich einfach mal Bello. Fein Bello. Bello, hörst du schon auf deinen Namen? Ja, du hörst auf deinen Namen. Ja, feiner Bello. So. Wir reiten jetzt einfach mal mit Bello. Aber auch kurioser Name, Bello. Ich würde eher einen Hund Bello nennen, als jetzt so einen Blutfang-Säbelzahntiger. Naja. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja ganz woanders. Upsala. Wir müssen ja da lang. Kann ja mal passieren. Wenn man das halt auf der Karte nicht markiert. Naja. Oh. Die werden wir natürlich mit der... Einen Moment, mit den Speertöten. So, komm her. Wisst ihr auch warum? Wegen der Trophäe. Wir müssen ja die Udam-Bevölkerung, also die Feinde, hier bei Fuckware Primal, mit einer Keule, mit dem Speer und mit dem Bogen töten. Mit dem Bogen übrigens habe ich die Trophäe schon bekommen. Mit der Keule und mit dem Speer noch nicht und deswegen müssen wir darauf ein bisschen achten. Und dort hinten ist es. Wir sind jetzt schon gleich da. Bello. Naja, Bello ist halt ein Hundename eher. Die sagen ja zu Tiger, Tigri. Tigru. Keine Ahnung, also. Willst du jetzt wirklich Bello heißen? Ja, das ist schon. Wir nehmen Bello. Bello. Nein, nicht reiten. Nein, nicht reiten. Na, 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 na. Sondern ich wollte dich streicheln. Komm mal her, Bello. Ja, so ist ja fein, Bello. Ist das ein schöner Name, Bello? Ja, Bello. Okay. Reicht das auch mal langsam. So, was gibt's denn hier? Eine Frau. Hi. Okay, da hinten ist ein Ereignis. Und dort müssen wir so schnell wie möglich hin, bevor das verschwindet. Ist jetzt auch nicht so weit, wir sind jetzt schon da. Alter, habt ihr das gesehen? Durch diesen Herren durchgeflogen, Alter. Oh shit. Ein Dorfbewohner dazu bekommen. Das mit den Fallen, das müssen wir auch noch machen. Dafür gibt es auch noch eine Trophäe. So, jetzt gucken wir mal, wo ist jetzt das? Ach, dort, wo wir eben waren. Kurioserweise. Also reiten wir jetzt wieder dahin. Komm. Viel zu gefährlich hier. Hier laufen überall diese ganzen Nashörner rum. Habe ich keine Lust auf die. Echt nicht. Die trampeln einen kaputt. Ja, jetzt gucken wir nochmal. Also jetzt müssen wir ein bisschen nach links. Und dann sind wir auch gleich da. Wir reiten jetzt einfach mal hier lang. So. Oh ja, oh oh, da ist einer. Schnell weg. Hier ist es. Ja, hier ist es. Hier müssen wir hin. So, Stammeskonflikt töten. Udam-Jäger töten Venia in der Umgebung. Töte ihren Anführer und durchsuche seine Leiche. Bonus XP für heimliches Vorgehen. Eigentlich können wir voll drauf gehen eigentlich, aber wir schauen uns das einfach mal am besten mal an, die Lage, wie die so aussieht. Weil XP-Punkte hier bei Fähigkeiten, wie gesagt, habe ich genug. Wir könnten jetzt auch mal hier
noch das hier einfach mal ausfüllen hier. Es wäre auch sinnvoll. Eule, Ausruhzeit. Weil mit der Eule müssen wir auch noch welche töten. So. Und das hier, was ist das? Tiermarkierung. Ja, machen wir auch. Tiere verwunden. Okay, und hier unten, das müssen wir halt alles in Ruhe nochmal gucken. So, wir gehen jetzt erstmal hier in die Höhle hinein. Töte die Anführer und durchsuche ihre Leichen. Bonus unentdeckt bleiben. Anführer ausgeschaltet. Zwei Stück. Bello, wohin willst du, Bella? Bello, wohin? Wo sind die denn abgefuckten? Bello, leise. Alter, wo sind die? Warte mal. Wir stellen am besten noch mal ein paar Sachen her. Ton nehmen wir mit. Ruhig. Bleib hier, Mann. Wo sind die? Toller Scheiß. Toller Scheiß. Wir sollten unentdeckt bleiben, aber naja. Diese Giftwolke hier. Verstärkung, Alter. Ab. Da oben ist einer, der hat. Okay, Bello macht es. Ich will Matushi sagen. Matushi war ja die alte. Kommt. In der Zeit. Okay. Und einmal hier. Haben wir auch. Jetzt müssen wir nur noch entkommen aus dem Gebiet oder töte sie alle. Wo sind die denn? Alter, wo sind die? Ich stelle jetzt einfach mal hier hoch. Der peilt ja gar nicht. Oha! Wie der geflogen ist. Boah. Ja, toll. Wo sind die jetzt? Ja gut, Bello komm. Ich muss immer nur grinsen, wenn ich sage Bello. Nein! Oha! Wir hauen jetzt ab. Wir finden noch nimmer den Weg hier nach draußen, ja? Mein Gott. Guck mal, Bello hat einen gefunden. Ich habe keinen gefunden. Hier so, kletter doch mal hoch hier. Junge, kletter doch mal hier. Wieso häng ich fest? Ich häng fest. Jo, ich häng fest. Super hammermäßig. Keine Ahnung, ich bin verbuggt in der Ecke. Ich sag ein krasses Spiel wieder. Tushi, Mann! Helf mir noch mal. Scheiße hier. Also wir müssen eh töte alle Gegner. So ist eh nur noch einer oder entkommen aus dem Gebiet. Wir können halt. Ich will jetzt nicht zu weit die Schnellreise machen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir überhaupt die Mission jetzt kriegen, wenn wir. Was? Damit wird die aktuelle Aufgabe abgebrochen. Ja, super. Was kann ich machen? Verflucht nochmal, was kann ich machen? Tushi, helf mir mal. Ah,
Alter, ich hab auch immer nur Scheiße im Kopf. Ernsthaft jetzt. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wir können dann jetzt nicht hier 100 Stunden und 100 Jahre in der... Ich kann mich nicht bewegen. Kann ich vielleicht irgendwas hier machen? Aha. Aha. Meint ihr wirklich, Tushi war schuld? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich sag mal nichts dazu. Tushi, Bello. So, wir haben es geschafft. Gib mir meinen Speer wieder. Hauptsache haben wir es geschafft. Yay! So, wir haben es geschafft. Gut, jetzt können wir auch eine Schnellreise machen. Also in diesem ganzen Gebiet hier haben wir alles geschafft. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was können wir jetzt zunächst machen? Dorfmission. Das ist eine Dorfmission. Das hört sich interessant an. Oha, was geht denn hier unten ab? Geht ja richtig ab. Was ist hier? Schneeblutwolfjagd. Das hört sich sehr interessant an und das werden wir in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall. Wir gucken jetzt auch gleich mal, welche Tiere ich schon gezähmt habe. Kann ja gut möglich sein, dass ich jetzt diesen Wolf auch zähmen muss. So, wie gesagt, er heißt, aufgepasst, Schneeblutwolf. Jetzt gucken wir mal. Da, Schneeblutwolf. Genau das, was ich geahnt habe. Das müssen wir machen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Das wird bestimmt auch wieder richtig viel Arbeit sein, dieses Tier zu jagen. Schauen wir uns das einfach mal in der nächsten Folge an. Außer dieses Blackout hängen geblieben wegen Bello. Übrigens, Bella heißt mein Hund, der Schwarze. Bello ist schon ein cooler Name. So, dann wissen wir schon mal Bescheid, wie wir ihn nennen mögen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, vielleicht habt ihr noch einen besseren Namen für das Tier hier. Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Macht auf jeden Fall mit. Lasst auf jeden Fall was da. Teilt dieses Video. Ich bin an dieser Stelle erstmal raus. Bleibt gesund. Haut rein. Tschüss und bis bald. Ciao.